Und seid damit wieder ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Atlantic Fleet. So, wir waren ja stehen geblieben, dass wir die Bismarck wieder zur Reparatur schicken müssen. Gut, nützt alle nichts, dann musst du halt in die Reparatur. Riem, wir haben 316.000, was kaufen wir uns als nächstes? Kurven muss man spielen, Kreuzer. So. Die Blücher, du kommst runter jetzt nach Kiel. Okay. Des Weiteren, warum hat das jetzt hier nicht gemacht hier? So. Die Lebericht Mars, kommst im Hafen. U42, du wirst auch repariert. So. Ihr kommt nach oben. Ah, gut. Na, ihr bleibt mir hier stehen. West-Nordatlantik. Haben wir zu schlagen. Oh! Die Harde gegen Scharnhorst und Graf Spee und Lützow.
Das war ein Treffer in die Munitionskammer. Wieder mal. So, unanrisig schwer beschädigt. Gut, dann kommst du zurück in den Hafen. Zur Reparatur. Die Bücher läuft hier aus. Wir werden jetzt mal ein paar Zerstörer nach oben schicken. Ihr macht wieder einen Verband auf. Ihr bleibt erstmal so stehen. Ihr kommt hier nach oben, deckt hier oben ab. Eine kleine Korvette. Ist bei 14,2. Dann stellen wir mal auf 13,8. Lassen wir mal so die Entfernung. Gut, waren zwei Treffer dabei. Sink. Boah, ne, 950 Tonnen wiegt das Ding. Aber wir haben, wie gesagt, ich habe jetzt mal schnell Durchlauf jetzt gemacht. 80.000 Tonnen Bruttoregistertonnen wieder versenkt. Hier mal fast 67.000 Tonnen versenkt. Jetzt muss ich mal gucken. Ein paar Zerstörer jetzt nach oben schicken, weil das gefällt mir zum Beispiel wieder ja nicht, was da oben wieder abgeht. Sink.
Da haben wir keine Chance. Da drehen wir ab. Da müssen wir auch abdrehen, weil da können wir nicht bestehen. Da können wir nicht bestehen. Scheiße, verdammt. Wir werden mal gleich ein paar U-Boote nach oben schicken. Da wäre der Typ, wenn wir die Bismarck gehabt hätten. Auf mit dir. Gut, also die tummelt sich da oben rum. Oha, da war ein Treffer dabei. Oh nee, Alter, ey, jetzt haben die da unten ohne ein Schlachtschiff. Oh, da können wir Uni angreifen. Ja, mal gucken.
Bleibt mal auf Kurs. Bleibt mal auf Kurs. Nee, wir hauen ab. Thank you.
So, hier waren wir auch schnell, weil wir noch 7 Minuten haben. Aber ich muss sagen, das hat sich sehr gelohnt. Also 111.000 Tonnen versenkt. Sehr schön. Okay, ihr kommt mal hier hoch. Du kommst hier hin. Du gehst in den Hafen zur Reparatur. Gut. Du kommst hier hin. Ihr kommt dahin. Tun wir hier hin. Oh, wir haben Bomber, sehr schön. Und abgeschossen. Wunderbar. Okay. Und tschüss. Verdammt, verdammt, verdammt.
Und da ist die Schlacht vorbei. Wir haben die Schlacht gewonnen. Oh. Zum Schluss wollte der Feind immer wissen. Aber wir haben es geschafft. Uff. Die Schlacht im Atlantik ist vorbei. Starboard of the Materials Britain is forced to the Negonition Table. The invasion of Fortress Europe will not come from the north. If it comes at all, the Battle of the Atlantic is over. 2. November, Woche 1940. Darauf will ich erstmal kurz was trinken, Leute. Damit hätte ich jetzt ja nie rechnet. So, lassen wir mal als Review passieren. Jetzt die letzte Folge. Wir hatten zwar die Bismarck, die Tirpitz rausgeholt. Im Endeffekt aber war die Bismarck ihr erstes Auslaufen durch die Beschädigung nur im Hafen und kam nie richtig zum Einsatz, konnte nie ihr Potenzial zeigen. Die Tirpitz hingegen haben wir die Potenziale gesehen und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Game. Ich hatte es gehabt, damit ich jetzt aber nicht gerechnet, dass es jetzt so schnell endet jetzt. Aber nichtsdestotrotz sage ich erstmal Dankeschön, dass ihr dabei süß geguckt habt. Und ja, mal gucken. Also ich habe schon mal offline für die britische Seite gespielt. Aber ich muss sagen, ist einfach eine Helle nur eintönig, weil du jagst ja im Endeffekt nachher nur noch U-Boote. Also denn, wenn ihr wollt, kann ich auch für die Großbritannien, für England mal spielen. Ne? Wenn ihr das sehen wollt, lasst mich gerne wissen. Und ja, dann sag ich mal reinhauen und vielleicht mache ich sogar nochmal eine Season 2 mit Atlantik. Ich weiß es aber noch nicht ganz genau. Mal gucken. Also denn, tschüss.